Wer in das Haus von Rolf van Goinsrosch kommt, wird geradezu autorisiert. Wo andere Menschen Spiegel oder Bilder hängen haben, ist bei dem 84-Jährigen alles bis unter die Decke voll mit Vitrinen. 10.000 Modellautos hat er in seinem Leben gesammelt. Eine Zeitreise durch die Automobilgeschichte im Kleinformat. Darunter viele Besonderheiten. Was ich hier zeigen kann, sind die einzigen Doppelstock-Sattelschlepperbusse der IFA. IFA, die DDR-Automobilfabrik, die sonst Lastwagen baute, aber auch Wartburg oder Trabi. Das Besondere an diesen Bussen ist nicht nur, dass sie Sattelschlepper sind, sondern dass sie gebaut worden sind, damit sie auf einer Strecke von durch Köpenick durch, Köpenick, ein Berliner Stadtteil, hin zum Müggelsee fahren können. Und die Straßen Köpenicks, die waren so eng, dass man mit einem traditionellen Doppeldeckerbus schon nicht mehr durchkam, ohne die Hausecken anzufahren. Es herrscht aber kein heilloses Durcheinander. Die Fahrzeuge in den Vitrinen sind alle penibelst sortiert. Nach Pkw, nach Bussen, nach Lkw, nach Verwendungszweck, nach Hersteller. Da hat er sein System. Angefangen hat das alles schon als kleiner Junge in den 1940er Jahren. Und da habe ich dann spätestens ab 48 mein gesamtes Taschengeld, es war nicht sehr viel, dafür gegeben, dass ich mir versuchte, jedes neue Wiking-Auto zu kaufen. Das hört sich schlimm an, wenn man bedenkt, dass Automodelle heute manche über 50 Euro kosten. Damals habe ich aber dafür nur bezahlen müssen, umgerechnet 20 bis 30 Cent. Das war eben 60 Pfennig etwa. Und das so viel, für so viel reichte mein Taschengeld dann gerade. Und die Faszination für Autos und Verkehr hat sich auch in seinem späteren Leben fortgesetzt. Selbst als Manager bei VW und als Politiker hat er nie damit aufgehört, Modellfahrzeuge zu sammeln. Diese Faszination des Autos irgendwo hat mich schon in meiner Kindheit gepackt. Genau kann ich auch nicht sagen, warum. Es waren nicht nur die Formen, die mich interessierten, harmonische oder disharmonische Karosserieformen. Es war der Geruch der Abgase. Es war der Klang der Motoren. Selbst Trabi, ein Zweitaktermotor, der kann sich herrlich anhören. Tja, jetzt ist er 84 und erinnert sich natürlich auch gern zurück. Andere haben dafür Fotoalben. Rolf van Goinsrosch hat 10.000 Modellautos. Die Frage, die er sich natürlich auch in seinem Alter stellt, was passiert eigentlich irgendwann mit der Sammlung? Denn verkaufen, sagt er, lohnt sich nicht. Die Modelle sind zwar teuer, wenn man sie kauft. Als dann Gebrauchtwagen sind sie aber nur wenig wert. Ob eins meiner Kinder das dann doch übernehmen würde, oder Enkel oder Urenkel, habe ich alles schon. Oder ob ich doch jemanden finde, der sich für interessiert, für die Gesamtsammlung. Das kann aber wird kein Privater sein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es vielleicht VW anbietet, dem Volkswagen Museum. Eins ist jedenfalls sicher, jetzt ist Schluss mit Sammeln. Allerdings nicht, weil Rolf van Goinsrosch keine Lust mehr hat. Er hat eingesehen, dass die Bude halt voll ist und Platz für noch mehr Modellautos hat er einfach nicht.